Weiter geht's hier im Reich der Könige in der Haut von Geralt von Riva. Oh oh, ich glaube, da hinten sind wohl Wachen. Was machen die da nur? Hey, was treibst du da? Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns diesen Ort an. Das ist aber irgendwie merkwürdig. Ah, die zwei, genau. Verlorene Schafe. Zivik erwartet euch offenbar schon sehnlichst. Scheiße. Wenn wir nicht beim Appell sind, lässt er uns auspeitschen. Hilfst du uns, hier rauszukommen? Ihr gefunden habt ihr doch auch selbst. Hätten wir gewusst, dass hier so viele Ertrunkene lauern, wären wir garantiert im Zelt geblieben. Im Kreis sind wir sicher. Außerhalb ist es ungemütlich. Haha, ihr kommt schon zurecht, würde ich sagen, weil ich habe das Gefühl, die würden uns irgendwie hintergehen. Ihr seid doch Soldaten. Wie wär's mit etwas Courage? Hab doch Erbarmen. Ich überleg's mir. Es soll Pech bringen, auf die Asche zu treten. Oh mein Gott. Untersuche Sabrina Glevisics Hinrichtungsstätte und das soll das wohl hier sein? Oh mein Gott. Was ist denn hier auf dem Boden? Nichts Besonderes. Detektivsuche, ich verstehe. Aber leider nicht bei Detektiv Conan. Seltsame Aura. Sehen wir uns das genauer an. Untersuche den Sockel des Kreises. Oder wir könnten normalerweise auch lauschen. Wobei ich Lauschen eher nicht so praktisch finde. Solider behauener Stein. Wird wohl viel genutzt. Ja, das kann sein. Kerzen, Amulette, Münzen, Opfergaben wie in einem Tempel. Das ist ja mal was. Ja gut, schauen wir uns mal die Kerzen an. Mann, das sieht hier aus, als ob hier irgendein Ritual gemacht wird. Und im Hintergrund könnt ihr natürlich auch sehen, dass sie da irgendetwas anbeten. Habe ich das dumpfe Gefühl. Kerzen. Stinken ärger als sollte ans Fußlappen. Sonst nichts Außergewöhnliches. Ja, Soltan kennt ihr bestimmt auch, der kleine Zwerg. Einer der besten Freunde von dem Hexer Geralt. Quadratische Münzen mit Fischschuppen. Die Verschwörer kommen wohl gern hierher. Ach du Scheiße, aber hier liegt noch ein Brief. Das könnte natürlich sehr wichtig sein. Mal sehen. Ich glaube, hier ist nichts. Untersuchen wir mal den Boden. Die Fußspuren eventuell. Die Menschen treten aus Angst nicht so nahe an den Kreis heran, sondern legen ihre Gaben in sicherer Entfernung ab. Die einzige Ausnahme trägt ketwenische Soldatenstiefel. Also habe nicht nur ich den heiligen Ort geschändet. Sondern vielleicht auch andere. Und was ist mit den Tierspuren? Tierspuren. Vögel, Hunde, Wölfe, ein Bär. Sie kommen hierher wie zu einer Futterkrippe. Aber den Kreis meiden sie. Nur Katzenspuren sind überall. Eine hat wohl ein Nickerchen auf dem Sockel gemacht. Triss sagt, dass Katzen gern auf Intersektionen schlafen. Sie und Drachen sind die einzigen Tiere, die dort Macht schöpfen können. Und offensichtlich lieben Katzen diesen Ort. Na ganz toll. Ja, ich liebe auch eigentlich Katzen, mehr sogar als Hunde. Aber das kann ich ja mal hier offen stellen. Wie ist das bei euch? So, und jetzt nochmal den Kreis untersuchen oder lauschen wir, ne? Ich glaube, das ist sogar das Vorletzte. Eine unnatürliche Stille, typisch für Orte, an denen sich Kraftströme kreuzen. Löst Unbehagen aus, ist aber eigentlich harmlos. Heiliger. An dieses Rad wurde Sabrina geschlagen. Ja, und ihr wisst ja, wer Sabrina ist. Das ist eine Zauberin, die einen Fluch ausgesprochen hat, wodurch dann 3 Jahre lang das ganze Land hier quasi verflucht wurde. Etwas hat den Kreis vor den Flammen bewahrt. Er ist kaum versehrt. Na, da sind aber trotzdem frische Spuren. Holzsplitter und frische Löcher. Da hat jemand vor kurzem die Nägel aus dem Rad gezogen. Gut, nehmen wir mal am besten einen Nagel.
Ich nehme mir einen mit für alle Fälle. Sicher ist sicher. Na gut, ich glaube, hier gibt's nichts mehr, habe ich das Gefühl. Ich hole Hänselt her und rekonstruiere die Hinrichtung. So müsste es möglich sein, Sabrinas Geist zu rufen und ihn zur Aufhebung des Fluchs zu zwingen. Gegen die Drauguren und den Nebel hilft das nicht, aber dem König ist geholfen. Ich muss genau erfahren, was geschehen ist. Ich brauche Zeugen der Hinrichtung. Wenn ich herausfinde, wie sie starb, kann ich Hänselt erlösen. Zwei Spuren. Der Kult um Sabrina und der geheimnisvolle Nageldieb, der sich als einziger hertraut. Ich sollte die Soldaten befragen. Geschweige denn, die Soldaten sprechen auch mit uns, weil ich habe das Gefühl, das sind einfach nur zwei dumme Hallodris, die nichts können außer saufen und irgendwelche Nutten bumsen vielleicht. Jetzt hast du aber genug geglotzt und gefriemelt, oder? Hauen wir endlich ab! Nee, mein Freund, nicht so schnell! Darüber kann man auch natürlich viel reden. Wie seid ihr hierher gekommen? Wie seid ihr an den Ertrunkenen vorbeigekommen? Der Visionär war mit uns und hat uns geführt. Dann verließ er uns. Der Visionär? Okay. Was sind das denn für Kerzen hier? Weil die haben ja auch gerade gebetet. Das haben wir gerade zufällig aus dem Augenwinkel gesehen. Habt ihr diese Kerzen angezündet? Ja. Was schert dich das? Okay. Das ist wohl ein Altar. Ihr lasst sie für Sabrina brennen? Du hältst das wohl für Zeitverschwendung, wie? So reden sie, die Ungläubigen. Ich fühle ihre Blicke. Sie beobachten uns. Wir kommen hier nicht lebendig raus. Wie gern würde ich jetzt einen Zauber wirken. Du glaubst dem Visionär nicht? Musst du ja nicht. Aber einen Versuch ist es doch wert. Ach, der alte Idiot. Seinetwegen sind wir überhaupt hier. Visionär? Was hat der euch überhaupt gesagt? Irgendein Zauberer wieder, oder was? Was hat euch der Visionär denn erzählt? Wenn wir hier Kerzen anzünden, rettet uns der Geist der Zauberin vor dem Tod in der Schlacht, sagt er. Es heißt, wer glaubt, wird leben. Ich glaube ihm. Weißt du wieso? Er lebt mitten in den Schluchten. Irgendetwas muss ihn vor den ganzen Harpyen schützen. Na gut. Gehen wir mal. Dieser Ort gefällt mir nicht. Lass uns mitgehen. Wir schaffen es nicht alleine zum Lager. Wir wollten Kerzen im Kreis anzünden. Konnten ja nicht ahnen, dass es hier so viele Ertrunkene gibt. Na gut. Also wir können natürlich jetzt auswählen. Ich gehe allein, dann natürlich mal helfen. Oder? Ach Mann, das ist natürlich etwas... Die Kerzen werden euch beschützen. Im Traum! Wir helfen denen mal. In Ordnung. Folgt mir. Ekelhafte Gegend. Und wegen der schlagen sie sich seit Urzeiten die Köpfe ein. Ich krieg schon Gänsehaut, wenn ich nur hinter die Palisaden gehe. Ich schätze, Zivik hatte recht. Und wir hätten auf unseren Ärschen sitzen bleiben sollen. Wenn sich der Nebel verzieht und wir gegen Wergen ziehen, pfeifst du ein anderes Liedchen. So ein Kameradenschwein, der Visionär. Lässt uns hier einfach hängen. Er sagt, er höre Oh, wir kriegen Besuch. Ganz schön viele Ertrunkene, oder? Die drei von der Tankstelle. Die billigen Ertrunkenen. Oh, da hinten sind noch welche. Unser Freund wird angegriffen. Aber nix da. Lass meinen Freund in Ruhe. Oder soll ich sagen, Verbündeten. Autsch. Mal geht's noch? Alter Feind. Das hat wehgetan. Und nicht, dass der eine Typ mir noch wegstirbt. Das wäre natürlich richtig blöd. Okay, komm schnell weiter. Und jetzt blockiert mich bloß nicht. Erstmal eskortieren hier. Ich hoffe, die gehen auch und rennen einfach weiter. Lassen sich nicht irgendwie blocken. Komm schon. Von Ertrunkenen sind nicht gerade der beste Ort für ein Picknick. Verdammte Scheißviecher! Wärst du nicht gewesen, hätten sie uns verschlungen. Wir verdanken dir unser Leben, Hexe. Wir dürfen uns auf keinen Fall von Civic erwischen lassen. Nun mach dir mal nicht ins Hemd. Sabrina hat uns vor den Monstern gerettet. Und jetzt sollen wir den kleinen Civic fürchten? Ach, den kleinen Civic, der will euch die Eier abschneiden, Mann. Wenn ihr wüsstet. Ihr wisst ja, Civic ist der Hauptwachmann von König Hänselt, kann man sagen. Der viele Aufgaben für ihn übernimmt.
Und diese Wachen haben halt etwas, ja, Widerrechtliches getan, also Rechtswidriges. Die haben sich nicht an ihren Posten eingehalten und kriegen jetzt bestimmt natürlich schön auf den Kopf. Beziehungsweise auf die Mütze, ne? So, und die Burschen haben mir anscheinend gebetet. Ort der Hinrichtung von Sabrina Glevisig. Aber scheinbar ist hier nichts, das heißt, das ist hier ein bisschen blöd. Ja, wir müssen mit dem Visionär sprechen, aber ich habe das dumpfe Gefühl, hier könnte irgendwas noch sein. Seltsame Aura. Ja, das ist hier echt seltsam. Ich weiß auch gar nicht, was hier sein könnte noch. Wir gehen einfach mal hier rein, hier drauf. Passiert was? Nee, es könnte ja was passieren. Hier liegt hier noch was? Was ist das denn bitte? Hier war ja ein richtiges Ritual. Den ganzen Zinnober hierher. Oh, Backe. Ich glaube, diese ganze Detektivarbeit hier bringt mir echt nichts. Wir gehen am besten mal natürlich zu dem Visionär. Und jetzt müssen wir uns natürlich fragen, wo der Visionär wirklich ist. So, und der Visionär ist scheinbar irgendwo am anderen Ende. Ja, da gehen wir auch am besten mal hin, würde ich mal sagen. Ja, und für die Leute, die erst natürlich jetzt eingeschaltet haben, für die ist es natürlich auch nochmal wichtig zu wissen. Falls ihr natürlich kein The Witcher 2 gespielt habt, kann ich das ja euch mal kurz ein bisschen so, ja, erläutern. Ihr spielt im Endeffekt einen Hexer, der mehr oder weniger eigentlich auf Monsterjagd ist. Und hier in unserem Fall sind wir eine Mutagene, die natürlich schön überlebt haben. Und in unserem Fall Geralt von Riva, der natürlich sein Gedächtnis verloren hat in einem ganz krassen Kampf, ist auch unter dem Namen Weißer Wolf bekannt. Ja, und da haben wir natürlich auch unsere Verbündeten. Und jetzt ist das Land hier verflucht und wir müssen das eben wieder rückgängig irgendwie machen. Und das ist natürlich nicht einfach. Das wissen alle, die The Witcher gespielt haben und immer noch natürlich spielen. Und unsere Hauptaufgabe ist es eigentlich, den Königsmörder zu finden und ihm eigentlich das Handwerk zu legen. Aber das passiert wohl später. Und jetzt den Blutfluch stoppen. Oh mein Gott. Das kann was werden. Und ich hoffe, ich gehe auch gerade richtig. Und die Orte sehen ja auch nicht gerade so wirklich heimisch aus, wenn ich so gucke. Oh Mann. Eigentlich voll die gefährliche Gegend. Oh mein Gott. Untote. Bei Sabrinas Runden. Hilf uns. Ihr Drecksviecher. Wie viele von denen laufen hier noch rum? Oh mein Gott. Ja, verflucht sind sie natürlich alle. Danke, Hexer. Ohne dich wären wir verloren gewesen. Irgendwie vermehren sich diese Moder heute wie die Karnickel. Wir wollten zum Visionär und ihm eine Spende für die Kerzen geben. Aber jetzt trauen wir uns keinen Schritt aus diesem Kreis raus. Wenn du den Visionär siehst, dann gib ihm doch dieses Geld hier, wenn's dir recht ist. Geh zum Visionär. Ist das wirklich so krass, der Fluch? Alle haben Schiss irgendwie. Was ist da los? Oh, ich kann sogar die Leichen verbrennen. Wie geil ist das denn bitte? Das ist ja mal richtig geil. Und das natürlich alles schön transferieren, sodass sie nicht neu aufstehen. Heiliger Bimbam. Sieht auch eher aus wie so ein Trolllager oder Trollort, wo viele Trolle sich eigentlich aufhalten können. So, jetzt stellt sich die Frage, links oder rechts? Rechts ist wäre eine Sackgasse, oder? Ach du Scheiße. Nee, ich glaube, wir müssen hier lang. Ja, das sieht eher danach aus. Oh, shit! Schnell! Hier bist du in Sicherheit! Papien! Oh mein Gott! Na, die haben noch gefehlt! Hierher, schnell, hinter die Kerzen! Nix da, ich kämpfe gegen die Harpyen. Das kenne ich nicht anders. Schnell, hier bist du in Sicherheit. Verbrennt, ihr dreckigen Harpyen. Hierher, schnell, hinter die Kerzen. Das war dein letztes Wort. Da ist schnell, der Visionär. Hier bist du in Sicherheit. Der sieht aus wie Nazi. Wer ist er, verdammt? Hier haben wir nichts zu befürchten. Ich habe auf sie gewartet. Sie wollten kommen und spenden. Ich hörte Schreie. Vermutlich sind sie überfallen worden. Da sie nicht hier sind, sind sie wohl tot. Na toll. Sie leben noch, aber die Spende ist gestorben.
Wir können natürlich das Geld behalten und das werde ich auch mal machen, um zu sehen, welchen Einfluss wir auf diese Quest hier haben. Sie sind von Moderhäuten überfallen worden, aber sie konnten sich retten und ins Lager zurückkehren. Hör mal, ich kenne diese Soldaten. Die machen reichlich Blödsinn. Aber mich betrügen, das würde keiner von ihnen wagen. Du bist doch nicht zufällig hier. Was willst du? Ich möchte einiges wissen, aber kaum einer erzählt mir was. Die Geschichte von Sabrina Glevisig interessiert mich besonders. Ohne Geld sage ich gar nichts. Ich helfe nur meinen Gläubigen umsonst. Wenn du einer davon wärst, ja, dann... Was ist Erden, bitte? Ich leiste eine Spende. Oh, ich konvertiere zu deinem Glauben. Ey, was ist das denn? Hier wird's ein bisschen wieder zu religiös. Oh, Alter, Halodri. Komm, wir spenden mal 50, ne? Wenn er nicht 50 annimmt, dann konvertiere ich. Moment. So. Ist das ein Scherz? Was erwartest du für dieses Geld? Ey, ich hab fast gar kein Geld, Mann. Ich konvertiere dann mal. Ich habe viel Gutes über dich gehört und würde mich gerne deinen Anhängern anschließen. Wunderbar. Dann hör gut zu, ich sag's nur einmal. Sind deine Absichten lauter, dann tust du, was ich dir sage. Jeder Bekehrte muss zunächst eine Prüfung bestehen. Meditiere eine Nacht in der alten Kapelle bei Sabrinas Pupillen. Bitte wo? Es sind Zwillingsseen, die ich ihr zu Ehren so genannt habe. Und das wär's? Davor nimmst du ein Elixier von mir ein. Wichtig, was du erlebst, das merkt dir genau, denn du musst mir später davon berichten. Einverstanden. Ich komme zurück, wenn ich soweit bin. Oh mein Gott, geh am Abend zu Sabrinas Kapelle und trink das Elixier des Visionärs. Ja, und man muss ja auch sagen, die können uns eigentlich nichts machen mit dem Elixier, denn warum? Wir sind ja ganz schön, ja, soll ich sagen, immun gegen solche Dinge? Gut, gegen Krankheiten, ja. Okay, da gehen wir mal dann hin. Mache ich ja, aber erstmal hier noch transferieren. Tada! Dankeschön. Der Visionär, der hat ja auch gar keinen Namen irgendwie, ne? Aber gut, konvertieren wir mal gleich. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man hier in dem Spiel eigentlich sogar konvertieren kann. Das ist ja mal was, oder? So, und jetzt sollen wir scheinbar hier lang gehen. Schon wieder das Medaillon. Oh Gott. Das kann was werden. Oh, Backe. Ach du Scheiße. Oh nein. Jetzt habt ihr nur noch gefehlt. Ihr Drecksviecher. Scheiße. Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, und man muss ja sagen, das sind so Viecher, die sehen aus wie Spinnen, oder? Oder Skorpione. Okay, hier ist, glaube ich, noch ein Viech. Jawohl. Autsch. Alter, ich bin wieder vergiftet. Shit. Aber ich glaube, Feuer ist hier ganz effektiv. Na, sehr toll. Und hier ist gleich die Kapelle, aber da ist noch so ein Krabbspinne. Ach du Scheiße. Na, jetzt hast du nur noch gefehlt. Ach du meine Güte. Shit. Nochmal, links, rechts. Und oben, unten. Bam. Alter, voller Blut. Und mein Gesicht ist auch ein bisschen mit Blut befleckt, aber was ich natürlich hier... Siehst so eklig aus. Ja, Krabbspinnenauge, bla bla bla. Okay. Und wir sehen uns bei einer nächsten Folge von Let's Play The Witcher 2.